Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Im letzten Part sind wir hier bei dem riesigen Wasserfall angekommen und ich habe euch ja gesagt, wir werden im nächsten Part auf jeden Fall hier noch dran hängen. Und so ist es auch und wenn ich Pech habe, werde ich auch noch im vierten, also im nochmal nächsten Part, hier bei diesem Level sein. Wir werden es ja sehen. Zum Glück hat Lara gegriffen, ansonsten wäre ich jetzt tot. So. Ich glaube, hier war irgendwo ein Geheimgang, wo man lang kann. Glaub ich. Und schade, dass sie sich hier nicht dranhängt, ne? Das wäre richtig cool. Okay, runterlassen kann man sich hier auch nicht. Wunderbar. Dann bin ich hier tatsächlich richtig. Oh. Ich mache das lieber mal vorher. Ja. Ich glaube, sonst wäre ich runtergefallen. So nett ist das Spiel dann doch, dass es mir anzeigt. Du, Vorsicht hier, ne? Das ist schlimm, was hier passiert. Ey. Ich hasse sie. Okay, hier irgendwo muss man doch dieses Zahnrad reinmachen können. Jawohl, wunderbar. Ey, vor allem, wo sie hier einfach mal langklettert, ne? Jeder normale Mensch wäre hier schon längst gestorben vor Angst. Aber sie ist eiskalt und zieht das hier durch. Ja, ja, ja. Was passiert, wenn ich den Hebel hier umlege? Hä? Ja, und was genau bringt mir das jetzt? So? Also, als kleine Frage, ne? Okay. Wir werden weggeschwemmt. Ich habe zu oft B gedrückt. Wuhu! Ey, sie macht voll die Arschbombe. Ist das geil. Okay, ich glaube, das hat das hier geöffnet. Weil hinterm Wasserfall, ja, da ist ein Durchgang. Da kommen wir aber noch nicht hin, wegen dem Wasserfall. Und ich glaube, dahinter haben wir jetzt was geöffnet. Okay, dann war das... Ich bin jetzt... 3. Ah! Okay, bei mehreren Gegnern ist das vielleicht nicht so eine schlaue Idee. Komm! Na, dann stirb halt so. Ich wollte eigentlich wieder den coolen Ausweich-Move und Headshot machen, aber nein. Gut, die Stelle da oben, das war eigentlich die letzte Stelle, wo man hin sollte, denn es ist, glaube ich, die letzte Hürde, um da lang zu gehen. Egal, gehen wir jetzt hier lang. Und ich glaube, wir können es schaffen in diesem Part. Wir können es echt schaffen. Hebel umlegen. Okay, da können wir nicht lang. Moment, Lara konnte doch irgendwie da hochgehen. Das war dumm. Okay, I am confused like shit. Ah. Ah. Ja. Schlau, ne? Genau. So war das. Und jetzt geht sie auch weiter. Ah, und sag bloß, ich brauche dafür echt zwei Zahnräder, weil dann bin ich doch richtig gegangen. Huah. Ja, das war ein bisschen Fail. Das müsste sie aber schaffen. Komm, schafft es, Lara. Ja, sie hat's geschafft. Okay. So, hier können wir auch schon eins einsetzen. Kein Problem für Lara. Genau, und jetzt fehlt uns nur noch ein Zahnrad und dann funktioniert das ganze Teil hier wieder. Aber an dieses Zahnrad kommen wir nicht so leicht, denn dafür müssen wir ein bisschen kämpfen. Und ich sag's euch, Leute, so ein Kampf, der... Ja, der ist nicht einfach. Naja, wir werden es ja noch rausfinden, was die machen muss.
Und ich sehe, hier kann man sich runterlassen. Deswegen mache ich das jetzt auch. Immer schön aufpassen. Wow, ich dachte schon, jetzt bin ich tot. Alles klar. Mehr ist hier nicht. Alles nur wegen so einem Scheiß. Ich habe noch keinen Schatz in dem Kapitel hier gefunden. Das macht mir ein bisschen Angst. Ich brauche doch Schätze. Ich weiß zwar nicht, wie viele es hier gibt, aber ich bin mir sicher, einige. Naja, es gibt ja noch einen Ort, wo ganz viele sein können. Komm, Laura, und noch eins. Jawohl. Wunderbar. Wunderbar. Es läuft alles wie am Schnürchen bis jetzt. Ich bin echt erstaunt, aber spätestens ab Ägypten oder ja, sogar vielleicht schon ab Griechenland. Ich weiß nicht, was da vorkommt. Ich glaube, Griechenland kommt so gegen. Also nach hier, nach Peru kommt, glaube ich, Griechenland und danach kommt Ägypten. Irgendwie so war das. Und ich sag's euch, spätestens in Ägypten werde ich sterben. Also, Ägypten ist hässlich. So, erstmal richtig hindrehen und dann... Okay, alles klar. Jetzt müssen wir ein bisschen schwingen. Wir können uns auch noch umgucken, ob hier noch irgendwo was ist, wo wir noch nicht haben, aber... Sieht nicht so aus. Wir müssten wirklich alles bis jetzt gesammelt haben, was man überhaupt sammeln kann. Genau. Lustige Abkürzung. Lustig, ja. Da müssen wir jetzt den ganzen Weg hier nicht mehr gehen, sondern können einfach da hoch und dann hier rüber. Ja, okay. Jetzt geht's auch eigentlich schon... Wow. Jetzt geht's auch eigentlich schon los mit der Qual. Naja. Ihr seht's ja gleich. Ja, scheiße, noch ein Bär. Bam. Aber kein Problem. Kein Problem für Frodo Lara. Yeah. Okay. Der Bär ist down. Vor dem hatte ich jetzt eigentlich Respekt, weil der hat mich sonst immer gekillt irgendwie. Weil da hat man nicht so viel Platz zum Kämpfen, aber... Nö, er ist weg. Wow. Da schlägt jemand Hölzer aneinander. Kaliber 50. Ey, ich will endlich mal eine neue Waffe und ich glaube, die kriegen wir hier auch. Irgendwie. Wann, wo? Ah, genau. Hier können wir nämlich gar nicht lang. Hm, das ist die Riesenverarsche. Die verarschen uns hier. Das gibt's ja auch nicht. Okay, hier hat's irgendwo noch einen Schatz. Da bin ich mir sicher. Und zwar hier, wenn ich mich nicht irre. Ach, wartet mal. Ich weiß zwar nicht, ob es so gedacht war, aber es hat funktioniert. Genau, hier war nämlich ein Schatz. Ein Medipack. Wollt ihr mich verarschen? Hier waren doch irgendwo noch Schätze. Also bitte. Bin ich jetzt blöd oder hat das Level gar keinen Schatz? Oh, na gut. Machen wir nochmal. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Und irgendwo draußen fährt ein Krankenwagen oder die Feuerwehr rum. Vielleicht auch die Polizei. Wer weiß, vielleicht ja alle drei. So. Ich kann immer noch so gut rhymen wie sonst auch. Finde ich ja mal klasse. Sinn? Sinn? Ah, Moment. Wisst ihr, was ich glaube? Man sollte das eigentlich so machen. Genau, und dann abspringen. Ja gut, ich habe halt ein bisschen gecheatet. Ist ja egal, ne? Ist ja wurscht. Fällt ja keinem auf, ne? Ah, hier war der Schatz. Okay, dann habe ich mich doch nicht geirrt. Das war hier auf jeden Fall ein Schatz. Da würde ich nicht runtersegeln wollen. Deswegen mache ich das auch nicht.
Ja, ist ein bisschen umständlich, wie man das hier machen muss, aber es ist schon richtig so. Vergesst, was ich eben gesagt habe. Danke. Ja, es ist ja richtig so. Nein, ist es nicht. Hier geht's lang. Mann. Hallo? Ah, ich kann keine Schrotmuni mehr aufheben. Mein erster Tod. Wegen einem lustigen Animationsfehler, den ich nicht lustig finde. Was hat sie da gemacht? Vor allem anstatt kleine Schritte zu machen, ist sie immer gefallen. Sie ist nach vorne gefallen einfach. Okay, jetzt macht sie es nicht mehr. Gut, der erste Tod war in Level 1.3. Eigentlich eine gute Bilanz, ein Tod, aber ich werde bestimmt gleich noch öfter sterben. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Hä? Ey, bin ich jetzt blöd? Hier war doch irgendwo ein Schatz. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Ist mein Gedächtnis so schlecht? No. Guck mal da unten. Ja, halt dich, Flora. Hä? Ich raff's nicht, Leute. Und ich kann euch leider auch nicht sagen, warum ich es nicht raff. Und tot. Aha. 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 Gemein. Die Kamera, die hat mir dann einen kleinen Streich gespielt. Da unten ist nämlich was. Da ist ein Loch. Ein Loch in der Wand. Na gut, aber da kann ja ich nichts für. Nee. Ist ja so. Aua. Hara, mach keine Scheiße jetzt. So. Ein Leute, guckt euch mal mein Inventar an. Drei große, fünf kleine. Munition, Munition, aber kein einziger Schatz. Und vor allem, jetzt ist halt die große Frage, wie komme ich hier wieder weg, ne? Muss ich jetzt echt... Ah, okay. Ja, gut. Kann man da oben lang? Nee, da oben geht's nicht lang. Mein Gott. Wieso sind hier keine Schätze? Ich schätze, ich hab mich vertan. Denn hier, okay, in den Höhlen war echt nix. Ich find's komisch, aber gut. Jetzt kommt was Lustiges, Leute. Ihr werdet mich totlachen. Ihr werdet mich totlachen. Ihr werdet euch totlachen. Mein Gott, ey. Mein Gott, fast wie der erste Part. Genauso fail. Gut, denn man könnte jetzt meinen, geil, aber nein, ne. Ja. Ja. Kennt ihr das Spiel Turok? Falls ja, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Kleine Dinos. Ah, bam. Bam. Wow. Wow, 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 wow. Wow, wow. Okay. Wir sind böse. Böse Dinos. Vergiss es. Bam. Headshot. Oh, fuck. Schnell. Oh, da kommen ja noch mehr. Vergiss es, du kleiner Scheiß-Dino. Du Scheiß-Dino. Bam. Und du auch noch. Ja, probier's doch. Na los. Bam. Okay, okay, okay. Ich muss kurz zur Tastatur wechseln. Oder? Nein, muss ich nicht. Ich bin cool. Muss ich nicht. Fuck it. Ein T-Rex. Oh, verdammt. Ja! Nein! Fuck it!
Ah, der hat mir den Kopf abgebissen. Au. Ich wusste, ich sterb nochmal. Aber voll geil, guckt mal. Jetzt. Der mautzt einfach. Okay, runter, hoch, hoch. Alles klar. Ja. Und jetzt geht's gegen den Dino. Hallo, ich bin der Dino. Oh, fuck, Leute. Ja, okay. Dino-Time. Ja, ich muss seine Aggro hochpowern. Nein! Oh, Aggro hochpowern, Aggro hochpowern, Aggro hochpowern, Aggro, Aggro, Aggro. Komm, wer hat Aggro? Okay, diesmal schaffe ich's. Na komm. So, und jetzt rennt er nämlich voll. Nicht gegen die Stacheln. Oh, verdammt. Na komm, Aggro, Aggro, Aggro. Wer hat Aggro? Wer hat endlich Aggro? Verdammt. Jawoll. Jetzt aber. Bam. Erster Treffer. Oh mein Gott. Erster richtiger Treffer. Na komm. Ja, wo ist das kleine T-Rex-Line? Oh, geil. Ich such dich. Ach. Na komm doch. Na komm, komm, komm. Aggro, Aggro, wer hat Aggro? Deine Aggro muss sterben. Wie auch immer das gehen soll. Bam. Ja. Und jetzt müsste eigentlich bald down sein, ne? Also einmal kann ich noch irgendwo gegenrennen lassen. Irgendwo einfach, ist scheißegal, wo gegen. Hauptsache, er rennt irgendwo gegen. Bam. Alles klar. Was hast du getan? Oh, fuck, Quicktime. Quicktime kommt wieder, glaube ich, oder? Verdammt. Oh. Tja. Das war's mit dir, mein Kleiner. Ja. So, das war ein kleiner Ausflug nach Jurassic Park. Wir haben es echt geschafft in dem Part, aber erst im nächsten Part werden wir dann dieses Level beenden, denn ich brauche definitiv länger als 2 Minuten, um das hier noch zu schaffen. Aber gut, der Dino ist besiegt und ich glaube, hier sind auch die ganzen Schätze jetzt versteckt. Hier zum Beispiel, da ist einfach Muni, glaube ich. Aber ist ja auch egal. Alles absuchen. Wir haben T-Rex besiegt. Ein eigentlich sehr schlimmen Gegner. Der hat mich auch einmal aufgefressen, aber nur wegen Quicktime, ne? Sobald man die Taktik weiß, und die wusste ich am Anfang gar nicht und habe ihn nur beballert. Wenn man die Taktik nicht weiß, damit er, wenn der gegen die Dinger rennt, ein Drittel von der Energie verliert, ne? Dann ist es ein sehr schwerer und langwieriger Kampf. Man kann es schaffen, aber es ist echt scheiße. Aber sobald man diese Taktik raus hat, kein Thema mehr. So. Ich sehe keine Schätze mehr hier. Dann können wir auch weitergehen. 1 Minute habe ich jetzt noch. Die werde ich auch noch nutzen. Ich gucke nochmal ganz kurz hier. Aber so wie es ausschaut, keine Schätze mehr. Und weh, ich verpasse hier jetzt einen. Ne? Dann bin ich aber echt sauer. Da muss ich T-Rex nämlich nochmal machen. Und da habe ich keine Lust drauf. Hallo! Oh, da liegt was. Da liegt Energie. Lass mich raus! Das Medipack will ich haben. Hallo! Yeah, T-Baggen, 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 T-Baggen. Na gut. Genug geteabagged. Sonst lässt mich das Spiel hier nicht mehr raus. Und das wäre blöd. So. Hey, cool. Es hat echt gut geklappt, hey. Das, ja, doch, doch, war okay. Wieso geht sie da jetzt eigentlich nicht hoch? Danke. Da will sie nicht.
Alles klar. Tschüss, T-Rex. Und hier ist auch das letzte Teil. Das letzte Zahnrad. Ist hier unten was? Ja, das war ja irgendwie klar, dass hier was ist. Und irgendwas ist an meiner Tür. Ich habe keine Ahnung, was. Okay, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich schwimme nochmal kurz zurück und gucke, ob ich da auch wirklich nichts verpasst habe. Denn ich habe jetzt nicht gedacht, dass es hier schon weitergeht. Ich dachte, das hier wäre ein Secret Room, aber nein, hier geht's weiter. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao, Leute!